Schauen wir uns die Variablendefinition jetzt mal syntaktisch an. Wir benutzen ab jetzt meistens die IBNF und nicht mehr die Syntaxdiagramme, weil die Syntax doch jetzt langsam etwas größer wird und die Syntaxdiagramme zu viel Platz für die Folien benötigen würden. Aber IBNF ist genauso gut verständlich. Variablendefinition besteht aus der Angabe des Typs, des Datentyps. Dann folgt ein Bezeichner, der Variablenname. Dann ein Gleichzeichen, der Gleichzuweisungsoperator auch genannt. Und ein Ausdruck. Und dann können 0 oder beliebig viele weitere dieser Dinge folgen, nämlich ein Komma und wiederum Bezeichner gleich Ausdruck. Die Variablendefinition wird abgeschlossen mit einem Semikolon. Es ist eine Anweisung. Zunächst einmal. Wir werden hinterher auch sehen, dass das durchaus auch eine Definition wie Prozeduren oder boolsche Funktionen sein kann. Und als Typ beschränken wir uns zunächst mal auf den Datentyp int, der ganze Zahlen repräsentiert. Wir werden hinterher dann aber auch noch weitere Typen kennenlernen, die beispielsweise reelle Zahlen repräsentieren. Die Semantik: Wenn während der Programmausführung eine Variablendefinition erreicht wird, wird Speicherplatz zum Speichern einer ganzen Zahl angelegt und initialisiert. Auch das ist nicht ganz richtig, einer ganzen Zahl. Auch das werden wir hinterher noch sehen, dass nur ein Teilbereich der ganzen Zahlen durch den Datentyp int repräsentiert werden. Aber das interessiert uns an dieser Stelle noch nicht. Beispiele sind hier unten mal aufgeführt. Int Anzahl gleich 0. Typ Bezeichner Zuweisungsoperator Ausdruck. Hiermit wird eine Variable mit dem Namen Anzahl eingeführt. In dieser Variable können ganze Zahlen gespeichert werden und der Anfangswert ist 0. Oder in Kölnisch Wasser gleich 4711, also 4711. Es wird eine Variable angelegt, wie man sagt, mit dem Namen Kölnisch Wasser. Hier können ganze Zahlen drin gespeichert werden und anfangs erhält diese Variablen die in dem Wert 4711. Und jetzt wird mal demonstriert, diese Reihe in der Syntax, int 1 gleich 1, 2 gleich 2, 3 gleich 3. In dieser Anweisung, man nennt diese Anweisung übrigens Deklarationsanweisung, in dieser Deklarationsanweisung werden 3 Variablen eingeführt mit den Namen 1, 2 und 3. Und die Variable 1 wird mit dem Wert 1 initialisiert, die Variable 2 mit dem Wert 2 und die Variable 3 mit dem Wert 3.